Ich liebe kleine Etui-Täschchen. Kleine Federmäppchen sind sowas von super praktisch. Ich habe haufenweise davon. Ich benutze die für meine Nähutensilien, für meine Strick- und Häkelsachen, aber auch für Kosmetik, für Stifte, für alles Mögliche. Und was ich mindestens genauso liebe, ist, diese kleinen Täschchen zu bestricken oder zu behäkeln. Denn man hat ein kleines, überschaubares, schnelles Projekt, wo man auch mal was ausprobieren kann. Wie hier zum Beispiel, wo ich tunesisch Häkeln ausprobiert habe, in einem super, super einfachen Grundmuster, was auch Anfänger schaffen, überschaubar in der Zeit, 2 Stunden ungefähr und ganz einfach. Und in diesem Video zeige ich dir, wie es geht. Es ist übrigens die gleiche Wolle, die ich hier auch in meiner Jacke verstrickt habe. Eine 100% recycelte Wolle in wunderbaren Farben. Ich verlinke euch die Anleitung unterm Video. Aber diese Wolle ist nicht nur zum Stricken geeignet, sondern wie ihr seht, auch zum Häkeln. Und dann lege ich mal los. Die Größe beträgt 22 cm in der Länge und 13 cm in der Höhe. Das ist ein Standardmaß für Federmäppchen. Und du brauchst 2 Farben. Ich habe mich für die Reborn Wool Recycled entschieden, weil ich diesen Used Look so mag. Dabei ist die Wolle auch sehr griffig, lässt sich super häkeln, gerade für Anfänger, ist aber nicht kratzig oder hart. Dazu hat man noch den recycelten Effekt, denn sie ist zu 100% aus alter Kleidung hergestellt, die geschreddert wird und dann neu versponnen zu einem Faden. Dadurch kommt ja dieser schöne Used Look zustande und die Wolle ist sehr, sehr günstig. Man kann also farblich sich austoben und schwarz-weiß nehmen oder Ethno-Farben mischen. Ich finde, diese Farbpalette ist so soft, da kann man alles miteinander kombinieren. Insgesamt gesehen eine super Wolle für solche kleinen Projekte. Hier in diesem Täschchen stecken übrigens 20 Gramm Schwarz drin und 10 Gramm Natur, also dieser Ton. Und da kann man ja ungefähr überschlagen, wie viel man aus 2 Strängen rausbekommt und das Ganze zu einem wirklich kleinen Preis. Dann braucht ihr noch eine Häkelnadel. Ein Vorteil ist, wenn der Schaft der Häkelnadel so gleichbleibend breit ist und sich nicht verjüngt. Das ist eine ganz normale Häkelnadel. Ich packe euch übrigens alle Links, zu den Produkten unten in die Videobeschreibung. Und für dieses Projekt hier reicht eine normale Häkelnadel aus. Würde man hier breiter gehen wollen, dann kriegt man natürlich nicht mehr alle Maschen auf eine Häkelnadel und dann muss man so etwas nehmen, extra für tunesisch häkeln, also eine Häkelnadel, die sich nach hinten hinaus durch ein angeschraubtes Seil verlängert. Aber heute soll es ja nur um die Federmäppchen gehen. Abschließend braucht ihr noch ein Inlay. Da nehme ich diese fertigen aus Canva. Die sind auch nicht teuer. Die sind zum Basteln super geeignet. Ist eine Standardgröße, haben den Reißverschluss schon eingenäht. Also günstiger und praktischer kann man es nicht haben. Gibt es aber auch in verschiedenen Farben, nicht nur in Schwarz. Und dann hast du alles, um anzufangen. Schritt 1. Eine Anfangsschlinge machen. Etwas anziehen, aber nicht zu fest. Und aus dieser Anfangsschlinge heraus 20 Luftmaschen häkeln. Auch nicht zu fest. Nur 20 Luftmaschen sind gehäkelt. Jetzt kommt Schritt 2. Es kommen jetzt 2 Vorbereitungsreihen, die nur einmal gemacht werden. Also eine Hinreihe und eine Rückreihe. Dazu überspringe ich die letzte Luftmasche, diese hier, und steche in die zweite Luftmasche ein, aber nur in den oberen Bogen und häkel eine Masche heraus, die auf der Nadel bleibt.
Und das jetzt mit jeder folgenden Luftmasche ebenso. Also eine Masche durch den oberen Bogen von der Vorderseite der Luftmaschenkette her gesehen heraushäkeln. Wenn ihr mal nicht wisst, was ist die Vorderseite einer Luftmaschenkette, auf der Vorderseite sieht man die Vs, auf der Rückseite sieht man die Bögen. Und jetzt wird auch klar, warum man fürs tunesische Häkeln extra Häkelnadeln braucht, wenn man breite Projekte häkeln möchte und warum es gut ist, wenn selbst bei diesem schmalen Projekt hier die Häkelnadel sich nicht verjüngt im Schaft. Dann bleiben nämlich die Maschen alle in gleichbleibender Festigkeit auf der Nadel. Jetzt komme ich langsam ans Ende, häkel die letzten Maschen aus der Luftmaschenkette. Ihr seht, viel mehr würden nicht draufpassen auf meine normale Häkelnadel. Und es erfolgt eine kleine Kontrolle. Sind es jetzt 20 Maschen geworden? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Perfekt. Das war die erste Reihe und jetzt eine Hinreihe und jetzt kommt eine Rückreihe. Wir sind aber immer noch in den Vorbereitungsreihen. Es wird eine Randmasche gehäkelt, um in die Höhe zu kommen. Und jetzt immer durch zwei Maschen gleichzeitig häkeln. Faden nehmen, durch zwei Maschen gleichzeitig durchführen. Und somit in dieser Rückreihe also häkeln sich alle Maschen wieder ab, die man in der Hinreihe aufgehäkelt hat. Die Reihe ist beendet, wenn man nur noch eine Masche auf der Nadel hat. Und zwar jetzt. Das waren die beiden Vorbereitungsreihen. Jetzt kommt das richtige Grundmuster, also zwei Reihen, die sich immer wiederholen. Es geht los mit einer Hinreihe und ihr stecht durch diesen Bogen, der so lang die obere Kante mit der unteren Kante verbindet. Durch diesen Bogen durch, eine Masche herausholen, auf der Nadel lassen. Im nächsten ist eine Hinreihe, eine richtige Reihe vom Grundmuster. Das Grundmuster besteht aus zwei unterschiedlichen Reihen, eine Hin- und eine Rückreihe, die stets wiederholt werden. Am Ende der Reihe ist hier der letzte lange Bogen zu sehen. Ihr am Ende angelangt und müsst eine Randmasche häkeln. Dazu wird ein bisschen aufdehne. Hier eingestochen, also unter zwei Fäden durch, Faden durchholen. Kontrolle, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Maschen auf der Nadel. Perfekt. Jetzt kommt die zweite Reihe, eine Rückreihe. Um in die Höhe zu kommen, wird eine Randmasche gehäkelt. Und jetzt wieder zurück, alle Maschen abhäkeln. Also du holst den Faden, führst ihn durch zwei Maschen durch und das über die ganze Reihe hinweg. Ups. Und die Reihe ist beendet, wenn nur noch eine Masche auf der Nadel ist. Wenn es dich irritiert, dass das hier sehr, sehr locker aussieht, dann sei beruhigt, das schließt sich, wenn die nächste Reihe darüber gehäkelt wird. Dann ist das alles etwas ausgefüllter und fester. Wenn euer Stück gute 8 cm hoch geworden ist, habt ihr euch an das Muster gewöhnt? Das ist die Rückseite, das ist die Vorderseite. Und es kommt der nächste Schritt, das Einbringen der zweiten Farbe. Die erste Reihe wird dabei noch ganz normal gehäkelt in Grundfarbe. Eine Masche aus jedem oben liegenden Faden heraus. Erste Masche. Und jetzt kommt die neue Farbe. Und zwar häkelt ihr schon die Randmasche in der neuen Farbe. Und die Rückreihe natürlich auch. Und das ist das Wichtige dabei, dass sich der Farbwechsel am Ende der Hinreihe befindet. Und nur das ergibt diese hübschen doppellagigen Farben, wie ihr hier sehen könnt. Zwei Reihen werden gehäkelt mit jeder Farbe, aber die Farbwechsel erfolgen immer am Ende einer Hinreihe. Ich komme ans Ende der Rückreihe. Es ist wieder nur eine Masche auf der Nadel. Ich häkel zurück.
Genau wie die ganze Zeit schon durch die oben liegenden Bögen hindurch. Komme ans Ende der Reihe. Letzte Masche. Und ihr nehmt den hellen Faden und legt ihn von unten vorne über den Senffarben hinweg, dass er also vorne über dem senffarbenen Faden liegt. Häkelt eine Randmasche, bisschen anziehen und die Reihe in hell zurückhäkeln. Zwei Reihen mit Natur sind gehäkelt. Ich komme langsam ans Ende der Hinreihe. Häkel die letzten Maschen in Natur. Ich stelle ein, wie vorher auch in dem unifarbenen Stück, eine Masche rausholen. Es sind 20 Maschen auf der Nadel. Der Naturfaden wird losgelassen. Greife nach unten, hole mir den Senf. Farbenen Faden, lege den von unten nach vorne über den Faden, häkel die Randmasche, zieh ein bisschen an und häkel dann die Reihe mit Senf zurück. Und wenn man das immer in der gleichen Richtung macht, den Farb- und Fadenwechsel, dann wird der Rand auch wunderschön und man sieht gar keine Unregelmäßigkeiten. Ab und zu muss man mal die Knäule wieder enttüddeln. Und in dem Schema wird jetzt gehäkelt, nachdem ihr 28 cm in zweifarbig gehäkelt habt, also insgesamt 36. Überprüft ihr mal, ob das auch für euer Federmäppchen passt. So sieht übrigens die Rückseite aus und so sehen die Randmaschen aus. Farbwechsel immer schön gleichmäßig. Rückseite ist auch gar nicht so uninteressant. Dann könnt ihr mal euer Federmäppchen hier drauflegen, umschlagen und testen, ob es schon reinpasst. Und wenn das Zweifarbige hier auf der gleichen Höhe endet, dann hört ihr auf mit dem Zweifarbigen, reißt den Kontrastfarben einfach ab. Und häkelt noch 8 cm mit der Grundfarbe weiter. Also eine Randmasche und wie gehabt weiter häkeln. Streifen ist lang genug. Das überprüft ihr, indem ihr euer Federmäppchen einfach mal reinlegt und schaut, ob es gut reinpasst. Macht den gehäkelten Streifen nicht zu lang. Und jetzt muss der letzte Schritt erfolgen, und zwar das Abketten. Theoretisch hat man ja hier gar keine offenen Maschen liegen, aber praktisch ist die letzte Reihe ja immer super locker. Und dass die ein bisschen kompakter und auch fester wird, ketten wir ab. Es wird durch eine Masche gestochen, wie auch vorher schon, aber diesmal mit einer Kettmasche direkt abgehäkelt. Also durch die langen Maschenbögen stechen, aber die Masche nicht auf der Nadel belassen, sondern abhäkeln. Nicht zu fest, zum einen, damit sich die Kante nicht zusammenzieht und genauso schön locker bleibt wie die Anschlagkante mit den Luftmaschen. Zum anderen, damit wir gleich diese beiden Kanten zusammenhäkeln können. Und sobald eine abgehäkelte Kettmasche drüber ist, es ist nicht nur eine schöne Kante, sondern auch eine sehr stabile. Und das lockere, lückige ist total weg. Die Kante ist kompakt und geschlossen. Ich habe zwischendurch einmal drüber gebügelt. Das kann man mit dieser Wolle super machen. Die wird perfekt glatt und kann noch ein bisschen in Form ziehen und die Ränder glätten dadurch. Einfach aufs Bügelbrett legen und vorsichtig Dampf drauf geben. Bisschen mit den Händen nachdrücken und hier am Rand mache ich genauso wie vorher auch einmal durch den Rand eine Kettmasche.
So, der Streifen ist fertig gehäkelt. Er ist schön glatt. Ich habe ihn nämlich aufs Bügelbrett gelegt und einmal drüber gedämpft. Diese Wolle verträgt Dämpfen fantastisch. Man kann sogar leicht in Kontakt gehen mit dem Bügeleisen. Natürlich nicht zu heiß. Dampfausstoß und ein bisschen glätten und eventuelle wellige Kanten gerade ziehen. Natürlich nicht zu sehr ziehen, damit der nicht in die Länge oder in die Breite geht. Und dann klappt ihr rechts auf rechts und häkelt nun eine Schmalseite und eine Längsseite zusammen. Und ich würde die Seite, wo die Fädenansätze waren und die Fäden noch raushängen, ans Federmäppchen nach unten legen. Also das bedeutet, hier fange ich nun an, zusammen zu häkeln. Und ich steche dafür durch eine Luftmasche vom Maschenanschlag und durch eine abgehäkelte Masche von der Abkettkante. Ich steche jetzt hier durch einen Bogen nur, und zwar durch den vorderen. Man kann natürlich auch durch beide stechen. So, aber das müsst ihr selber sehen. Meine Kante ist relativ fest, deshalb häkel ich nur durch den vorderen und durch eine Luftmasche. Dann wird das Ganze mit Kettmaschen geschlossen. Also Faden durchholen, durch die zweite Luftmasche, durch den zweiten Bogen, der genau gegenüber liegt, Faden durchholen und so weiter. Da ja 20 Luftmaschen gehäkelt wurden und auch 20 Maschen abgekettet, muss es genau aufgehen. Wenn man immer die gegenüberliegende Masche nimmt, sollte sich auch nichts verschieben beim Zusammenhäkeln. So, ich komme ans Ende der Reihe. Vorletzten beiden Maschen. Und jetzt die letzte Masche. Hier durch. Einmal hier durch. So, jetzt geht's weiter um die Ecke. Dafür lege ich mir die Fäden nach hinten und suche mir auch hier an der Längskante Maschen, durch die ich durchhäkeln möchte. Damit sich dabei allerdings dieser Farbübergang nicht verschiebt, den möchte ich nämlich auf der gleichen Höhe haben, stecke ich mir das hier fest mit irgendeiner Hilfsnadel. Und dann geht's weiter. Durch eine Masche der vorderen Kante, durch eine Masche der hinteren Kante, Kettmasche. Dadurch, dass die Ränder relativ sauber sind und die Randmaschen gut sichtbar, trifft man das recht gut. Ab und zu mal gegenziehen, damit es nicht zu stramm wird. Und wenn es ganz gut läuft, könnt ihr auch ohne groß Gefummel und Geklappe direkt immer durch beide Maschen durchstechen. Zum Schluss noch eine letzte Masche. Faden abreißen, durchziehen und wenden.
Die Ecken könnt ihr euch mit einer Nadel so ein bisschen rausschieben, damit die auch schön eckig werden. Aber Vorsicht, nicht zu stark ziehen, damit es euch nicht die ganze Ecke rausholt. Nur so ein kleines bisschen. Dann die Kante schön rausdrehen, rausrollen. Und jetzt gehe ich nochmal einmal und gebe etwas Dampf drauf, um die Kanten zu glätten. So, jetzt habe ich es nochmal einmal gebügelt, die zusammengehäkelten Kanten ein bisschen flacher gebügelt. Jetzt kommt das Federmäppchen rein. Ihr Ruhm, das ist eigentlich egal. Und ich habe nicht mal die Fäden vernäht, denn es wird ja jetzt die ganze Kante einmal rundum an das Federmäppchen genäht und die Fäden liegen alle in der Mitte und sind sowieso gesichert. Also natürlich könnt ihr vernähen, wenn ihr möchtet, aber ich denke nicht, dass das nötig ist. Und jetzt stecke ich das Federmäppchen einmal rundum an den Seiten, an den Kanten und einmal in der Mitte. Ihr seht, dass das gehäkelte Täschchen etwas mehr Weite hat. Und das ist auch gut so. Die kann man nämlich beim Nähen verteilen. Das ist so besser, als wenn das Stoffmäppchen weiter wäre. Also einmal in der Mitte, denn das hält sich wunderbar ein. Aber einen zu langen Reißverschluss einzunähen, der würde immer später wellen. So. Das sieht gut aus, festgesteckt ist, das heißt, es kann losgehen. Normaler Nähfaden, doppelt genommen, ein Knoten am Ende. Ich nähe sowas immer mit Fingerhut, da hat man mehr Druck beim Durchstechen. Und dann muss erstmal der Knoten verschwinden, das heißt, ich steche von innen nach außen. So, und jetzt fasse ich immer etwas Gehäkeltes und etwas Stoff. Einmal durch die Stoffkante von unten nach oben, einmal durch die gehäkelte Randmasche. In relativ kleinen Stichen, vielleicht so einen guten halben Zentimeter. Und die Federmäppchen haben ja hier diese Kante, wo auch der Reißverschluss dran befestigt ist. Und durch diese Kante steche ich durch, so ein kleines bisschen und dann fast durch die gesamte Randmasche der Häkelkante. Nähe das mit so kleinen Schlingstichen fest. Und wenn ihr die Garnfarbe trefft, so halbwegs, ist der Nähfaden nicht mal zu sehen. Der verschwimmt im weichen Wollhäkelgewebe. Ah, es gibt noch eine Menge anderer Nähstiche, die man nehmen kann, aber ich finde ihn immer ganz praktisch. Aber könnt ihr natürlich auch anders machen. Hier im zweifarbigen Teil könnte man auch mitten in die Randmasche hineinstechen, nach unten gehen, etwas Stoff fassen und wieder hochkommen. So wird der Stich noch unsichtbarer. Ich finde es auch nicht verkehrt, an so einem Täschchen mal Verschiedenes auszuprobieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was machen die unterschiedlichen Stiche, was wäre das Beste. Und das Häkeltäschchen ist ja jetzt etwas länger als der Reißverschluss, deshalb schiebe ich mit dem Daumen die Mehrweite immer schon hier rein. Also es ist jetzt ein bisschen übertrieben gezeigt. Ich mache das in Wirklichkeit sehr viel sanfter und sehr viel weniger, aber ich schiebe immer schon mit dem linken Daumen so ein bisschen die Häkeltasche zusammen, damit ich da, wo ich nähe, schon so einen Hauch der Mehrweite mitfasse. 40 Jahre Bekleidungsindustrie. Na, denkt man über sowas irgendwie nicht mehr groß nach, sondern macht es einfach. Aber für euch als Tipp, wenn die Häkeltasche länger ist als der Reißverschluss, ist das gut, wie gesagt. Und die Mehrweite schiebt ihr jetzt beim Annähen immer schön mit rein. Hier um die Kante nähe ich einfach drumrum, klappt mir das auf, als wäre es ein gerades Stück. Jetzt kommt der Fingerhut so richtig zum Einsatz, denn die Kante ist ja so ein bisschen dicker durch Nahtzugaben und Reißverschluss. Aber näht man einfach drumherum und dann auf der anderen Seite genauso weiter. Ich bin einmal rum, komme jetzt hier ans andere Ende. Mehrweite ist verteilt. Dann
einen Knoten machen, also den Faden durch eine Schlinge ziehen, ne, anziehen, steche ich immer ein bisschen durch das Innere, immer an irgendeiner anderen Stelle wieder raus, abschneiden und fertig. So, das ist das zweite Federmäppchen. Ich war in sowas immer gerne meine Strickutensilien, meine Stricknadelseile. Das passt da wunderbar rein. Nähkram, Maschenmarkierer, was auch immer. Also kleine Täschchen kann man wirklich nie genug haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Tschüss!